So, während ich dieses Video mache, beschäftige ich mich jetzt mal eben mit TikTok. Die junge Dame regt sich auf, dass irgendwelche Männer Schlampen haben wollen und ihr wisst schon, was ich meine. Es ist eine Illusion, eine elektronische Illusion. Wie komme ich jetzt darauf? Weil Zuckerberg ab 1. November die virtuelle Welt ausrufen will, My World. Ich lasse mich mal überraschen, wie teuer die Brille wird, um My World zu bewerkstelligen. Mich hört ihr jetzt auch gleich. Herzlich willkommen in der Pandemie. Genau. Irgendwas stimmt. So, irgendwas stimmt wirklich nicht, weil es stimmt etwas nicht. Ich meine, ich habe ja jeden Tag mit Menschen zu tun. Ich erkenne anhand der Menschen, was los ist. Wie gesagt, einer, der überhaupt kein Wasser laufen lassen kann, weil Maschinen und Wasser, also elektronische Maschinen und Wasser, das klappt irgendwie nicht. Soll aber 200 Euro Wassergeld bezahlen, nachzahlen. Ist schon krass, oder? Die Frage muss lauten, wer wohnt denn da im Haus, wenn ihr versteht, was ich meine? Ne? So, die verbrauchen das Wasser, nicht die Firma. Ne? Herzlich willkommen, nicht meine lieben Freunde. Ihr dürft jetzt denken. Genau, ihr dürft jetzt denken oder nachdenken und ihr könnt es auch sein lassen. Wie gesagt, bei TikTok macht es mehr Spaß wie jetzt hier bei YouTube. An sich wollte ich für YouTube, deswegen ist das für mich so eine Art Versuchskanal, ein Spaßkanal. An sich wollte ich YouTube nutzen, irgendwas Schönes daraus zu machen. Stelle aber fest, dass einige nur spielen, haben 6 Millionen Zuschauer, wie sie spielen. Ich kann nicht spielen, ich habe gar nicht die Zeit dazu. Ich bin ja jetzt schon in Pressur. Das hier weiterzuleiten. Herzlich willkommen in der Pandemie. So, ich leite das jetzt weiter, wie gesagt. TikTok macht unheimlich viel Spaß. Da hat man also wenig Ärger. YouTube ist YouTube, das ist halt etwas älter, aber bringt auf eine Art nichts. Wenn ich diesen Irrglaube, okay, Team Cobra 11 möchte immer eine Uhr verkaufen, das ist Team 11. Da ist Attelei mit seiner Frau und so. Die anderen kenne ich nicht. Sie relaxen. Und dann sage ich jetzt, super. Weiter so. Ist schon längst zu Ende, aber ist egal. Wem der Kanal jetzt gehört, weiß ich nicht. Ob es RTL gehört, Team Cobra 11, weiß ich nicht. Das ist hier ein Schauspieler. So. Die 3G-Pflicht fällt in Oldenburg zum Beispiel. Wir sind 16 Bundesländer. Wir hier haben seit 1. Oktober keine Verpflichtung mehr. Zum Beispiel. Einige haben die Verpflichtung. Wir haben in Oberhausen und wir haben in Bochum zwei Spielhäuser, die 1G verlangen. Ohne 1G kommt da keiner rein. Wie lange die durchhalten, weiß man nicht. Ihr dürft jetzt nachdenken. So, ihr dürft jetzt nachdenken, ihr dürft jetzt denken. Ich begrüße euch total recht herzlich hier bei YouTube. Wie gesagt, TikTok macht ein bisschen mehr Spaß, ich höre gern zu. Ob ich mal Zeit haben werde, live zu schalten, irgendwas live zu machen. Ich möchte gerne eine Performance machen, ich würde gerne hinten im Studio arbeiten. Ich würde an sich wieder so arbeiten, dass ein 3-Minuten-Film, ein 20-Minuten-Film entsteht. Wie komme ich darauf? Ich recherchiere jeden Tag, ich habe jeden Tag damit zu tun. Ich höre mir auch alles an, was ihr mir so sagt. Ich muss schweigen, ich schweige ja auch. Aber es bringt mich ja auch in Wallung. Ich fange auch zu denken an, nachzudenken an, was könnte man wirklich tatsächlich, ja, den Querdenkenden, den Nachdenkenden, keine Ahnung, freiheitlichen Boten, da kann ich nicht helfen. Politikern helfe ich auch nicht. Also ich mache die Arbeit auch für Anwälte und Staatsanwälte und Ärzte und alles. Ich mache das gerne, aber helfen kann ich nicht. Ich kann es nur machen, ja, ich kann es erstellen. Heute zum Beispiel hatten wir überwiegend Blaulicht, Feuerwehr, Krankenwagen, jetzt wieder Polizei. Also heute war mal wieder so ein Tag, wo richtig was abgegangen ist. Auch die Kunden waren krawelig, sie haben viel durchgemacht, sag ich ja, der eine, der an sich eine elektronische Firma hat, soll 200 Euro nachzahlen. So, wir haben ja unsere Firmen in Wohnhäuser. Unsere Firmen sind in Wohnhäuser und in diesen Wohnhäusern
haben wir unsere Läden und wir haben aber mit den Wohnungen nichts zu tun. Wenn die Mieter irgendwas machen, wir hatten jetzt hier einen Mieter, der hat uns Wasserschaden verursacht von über 100%. Somit sind alle Sachen da, wo der Wasserschaden aufgetreten, riesige Löcher und was weiß ich nicht alles, Trockner waren an. Ja, man hat uns Strom entzogen, um die Wände zu, drei Geräte, könnt ihr euch vorstellen, was die gezogen haben. Jedes Gerät hat 95 kW gezogen, ja. Und die sind Monate gelaufen. Ich persönlich bin auch gespannt, was da an Rechnungen kommen, ja. Dann sollen die Häuser plötzlich alle verkauft werden, ja. Plötzlich hat man komplett neue Vermieter, ja? Und dann hat man plötzlich Mieter und dann hat man dieses, dann hat man jenes, dann hat man das, ja. Und all solche Sachen. Und alle sind irgendwie, ne, neben der Spur und was weiß ich nicht alles. Ne? Und man fragt sich wirklich tatsächlich, was soll das? Also ich sehe ja die Wahrheit. Ich sehe die Wahrheit und darüber darf ich nicht berichten. Ich darf euch nur sagen, dass ich die Wahrheit wirklich tatsächlich sehe. Nichts anderes. Ja? Hier werden die Lügen bearbeitet, wenn ein Mensch belogen wurde. Somit wird die Wahrheit fotokopiert, auf den Weg gebracht zu den Ämtern und so weiter. Jetzt gerade eben hatte ich eine junge Dame, die so einen Stapel zu einer Behörde schicken wollte. So, dann habe ich erstmal versucht, sie zu verstehen. Es sollte zur Ausländerbehörde. So, da habe ich gesagt, habt ihr denn auch so eine Kapazität von E-Mail? Weil ihr könnt nicht so viel, also wenn ihr die Kapazität habt, könnt ihr die E-Mail versenden. Weil viele haben ja nur 5% oder 5 MB, die sie versenden könnten. So, wenn du dann 50 MB oder 100 MB oder 500 MB, die kann man natürlich nicht mal eben per E-Mail versenden, wenn es nicht geht. Auch ich bekomme hier eine Sperrfrist, weil ich brauche nicht so viel. Ich bekomme von dem Kunden, ich kopiere das dann für ihn und dann wird das hier gelöscht. Hier wird alles gelöscht. So, aber da ich ja damit zu tun habe und auch mit allem zu tun habe, bin ja gespannt, was am 1. November 2021 wirklich tatsächlich passiert, was wirklich tatsächlich erscheint. Wenn ich tagtäglich diese querdenkenden, freiheitlichen Boten und dann die Jugend, die jeden Freitag da irgendwas machen, die hinter der Greta herrennen, etc. und pp., ich weiß wirklich tatsächlich nicht, was los ist, ja? Ich höre der Staatsanwaltschaft zu, ich höre den Richtern zu, ich höre den Rechtsanwälten zu, ja? Ich höre den Anwälten zu, ich höre den Ärzten zu und den allgemeinen Bürgern. So, dazu kommt dann hin und wieder mal, früher war es umgekehrt, früher waren hier nur Kunst. Hier war nur Kunst aus allen Sparten, aus allen Ländern. Es hat tierisch viel Spaß gemacht, mit der Kunst zu arbeiten. So, und jetzt hat man Ärzte, Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter, sogar Oberbürgermeister und dann, ja, man macht die Sachen, aber das ist ein ganz anderes Klientel. Das sind auch ganz andere Kopien und höchste Verschwiegenheit. Ja. Und weil das so ist, die höchste Geschwiegenheit, bleiben wir am Schweigen und wir fragen uns gerade, soll das wirklich tatsächlich so weitergehen? Ich meine, Herr Zuckerberg macht jetzt mit Optimus Prime, sage ich jetzt mal, auch Spaß mit seiner Oculus-Geschichte da. Er hat ja Oculus aufgekauft, die Virtualbrille. Na, also wir werden dann in den virtuellen Raum. So, die Firma Google hat ja auch so eine Brille für Unternehmer, die das brauchen. Die kostet so circa 3.000 bis 5.000 kostet die. Dann könnt ihr in die Virtualität, hier sieht so aus, die Brille. Dann ist hier drin alles eingearbeitet und ihr könnt dann in die virtuelle Welt und könnt dann da arbeiten. Also, wenn irgendwas nicht funktioniert, sagen wir mal, das gute Stück funktioniert nicht, könntet ihr jetzt mit der Brille in die Virtualität und das gute Stück nach dieser Virtualität öffnen und schließen und reparieren. Hm? So, wenn das irgendwann mal durchgeht. Aber Facebook will ja Spaß haben.
Na, Facebook will Spaß haben und diesen Spaß lässt er sich dann irgendwann mal gut bezahlen. So sieht's aus. Ne? Also, ich wünsche euch viel Spaß und ja, ich bin halt heute mal nachdenklicher gewesen. Ich habe mal das hier bei TikTok veröffentlicht, weil TikTok macht mehr Spaß. Hier bei YouTube schaut 1, 2, 3 vielleicht zu, keine Ahnung. Noch einmal, YouTube sollte an sich in meinen Augen so ein 3 Minuten, 20-minütiges Geschehen oder halt auch eine Stunde filmen. Also ich hatte wirklich Lust, Filme zu machen, 3 Minuten, 20 Minuten oder halt auch länger. Hatte ich vor. Ja, aber viel Geld ausgeben für nichts. Also ich habe sehr viele Kollegen, die das auch gemacht haben. Ein Clip kam mal 10.000, der andere Clip kam 15.000. Wir haben uns das angesehen. Ich meine, es war super. Es hat Spaß gemacht. In Wuppertal war das. Da wurde eine Serie gemacht und die Serie fand ich stark. Also war gut angelehnt. Also wie nachher sich herauskristallisierte, dass das Geld, was sie in Annahmen, nicht zurückfloss, wo das natürlich dann weniger ist, klar. Man weiß schon gar nicht mehr, wie die Serie hieß. Ja, wenn man es einmal vergessen hat, ich hatte sie mir nicht aufgeschrieben. Aber war schön. War eine erstklassig gut gemeinte Sci-Fi-Geschichte, exklusiv für YouTube auf den Weg gebracht. Vielleicht habe ich Glück und finde die dann irgendwann mal wieder. Und ja, irgendwie, es stimmt was nicht. Meine lieben Freunde, es stimmt was nicht.